Das macht uns jetzt große Sorgen, dass da wieder jetzt Maßnahmen beschlossen werden, die unseren körpernahen Dienstleistern das Geschäft nicht mehr erlauben. Allgemein gibt es zu wenig Praktika, jetzt gibt es, glaube ich, erstmal gar keine. Das wirkt sich doch eigentlich ein bisschen auf die ganze Berufsorientierung aus, oder? Stichwort Hilfen, das war ein Skandal und es ist ein Thema, was eigentlich wir schon gar nicht mehr hören können. Dann schauen wir nochmal. Konjunkturbericht, erstmal allgemein so ein Stimmungsbild. Die Corona-Pandemie zieht sich jetzt schon fast ein und ein Vierteljahr. Wie sieht es aus Ihrer Sicht mal? Ja, wir haben in der Frühjahrskonjunkturumfrage die Mitteilung erhalten, dass unsere Betriebe etwas pessimistischer in die Zukunft schauen und auch die derzeitige Situation mit 69% guter und zufriedenstellender Geschäftssituation nicht mehr so ist, wie was die Jahre zuvor gewöhnt waren. Das ist aber sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Gewerkegruppen. Bau- und Ausbauhandwerker haben weiterhin gut zu tun. Es wird auch überall eigentlich nach Personal gesucht, aber die Unternehmen mit Ladengeschäften, auch Auto, Kfz-Branche, wo die Autohäuser nicht vor Ort verkaufen dürfen, Friseur- und Kosmetikbranche, über 1000 Unternehmen bei uns eingetragen, die lange Berufsverbot hatten. Da ist natürlich die Situation angespannt und das war auch zu erwarten, dass da natürlich die Geschäftssituation sich nicht positiv darstellt. Sie sind ja so ein bisschen, ich sag mal so, das Austauschinstrument zwischen Politik und eben Ihren Betrieben vor Ort. Ich glaube, so gerade Kosmetik und Friseur, das war ja mal so richtig so der Kampf auch förmlich, den Sie führen mussten. Wie ist denn mittlerweile der Austausch mit der Landesebene, mit den ganzen Maßnahmen und Co.? Also wir haben den Dialog aufrechterhalten, der Dialog wird gepflegt. Es ist nur leider so, dass die auch gerade hier aus der Region Mittelstandsinitiative Cottbus initiierten und vorgeschlagenen Möglichkeiten, Modellprojekt analog Tübingen oder Weimar oder was man auch so gehört hat aus der Bundesrepublik, bei unserer Landesregierung keinen Anklang gefunden haben, sondern wir immer dann Verständnis gefunden haben, auch viel Mitwirkung des Wirtschaftsministeriums, aber insgesamt die Eindämmungsverordnungen dann so gestaltet wurden, wie wir sie kennengelernt haben, also für unsere Klientel nicht zufriedenstellend. Und wenn Sie dann auf die, ich sag mal, Bundesnotbremse schauen, dann wird ja noch weniger möglich sein, überhaupt über Land noch was zu regeln, oder? Ja, das macht uns jetzt große Sorgen, dass da wieder jetzt Maßnahmen beschlossen werden, die unseren körpernahen Dienstleistern das Geschäft nicht mehr erlauben. Große Sorgen machen uns auch diese Fragen, Schulen zu schließen, Kindertagesstätten. Was haben die Eltern denn für Sorgen? Arbeitgeber haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vor Ort, weil die kümmern sich dann um die Kinder. Das ist verständlich. Und ja, es ist irgendwo ein Prozess, der aus unserer Sicht Interessenvertretung der Handwerkswirtschaft nicht richtig zu verstehen ist. Ein ganz großes Thema, das auch letzte Woche, glaube ich, aufgeploppt ist, ist eben das Thema Berufsorientierung, Schülerpraktika vor allem. Ich meine, es gibt so Modelle, da hat man schon eh gesagt, allgemein gibt es zu wenig Praktika, jetzt gibt es, glaube ich, erstmal gar keine. Das wirkt sich doch eigentlich ein bisschen auf die ganze Berufsorientierung aus, oder? Ja, das macht uns große Sorgen, weil wir gerne die Jugendlichen, die in den nächsten Jahren die Schule verlassen, mit unseren Angeboten im Interesse der Wirtschaft vertraut gemacht haben und damit auch gute Erfolge hatten bei der Berufsfindung. Und wenn das gar nicht mehr möglich ist, dann ist das sehr problematisch. Ein weiterer Jahrgang wird von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen. Was uns besonders ärgert, ist, dass das zuständige Ministerium uns als Durchführende dieser Maßnahmen, Organisatoren, nicht gefragt hat, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt unter Hygienekonzepten, besonderen Maßnahmen. Und wir sind derzeit dabei, mit einzelnen ausgewählten Schulen kreative Lösungen zu schaffen, dass der eine oder andere Jugendliche vielleicht doch ein Praktikum bei unseren Betrieben absolvieren kann. Weil unsere Praktikumsbörse ist gut geführt. Die Betriebe haben großes Interesse daran, diese Praktika durchzuführen. Wie kann denn so eine kreative Lösung zum Beispiel aussehen? Das wäre dann, weil es nicht schulisch sein soll, außerschulisches Angebot. Das setzt natürlich dann weitgehend auch auf das Interesse und die Mitwirkung der Jugendlichen.
Ich bin davon überzeugt, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da Erfolge haben werden, aber besser wäre es natürlich, es wäre integriert in den Schulalltag. Ich wollte gerade sagen, ist ja irgendwie auch alles ungünstig, wenn man immer nur nach irgendwelchen, ich sag mal, Schlupfregeln suchen muss, damit man irgendwie was möglich machen kann, anstatt dass einfach mal auf was Handfestes von seitens eben mit Politik, mit Wirtschaft zusammen kreiert wird, oder? Ja, das ist so, aber da ich für und mit dem Handwerk arbeite, habe ich die doch über die Jahre doch auch da gelernt, dass man entsprechend pragmatische Lösungen finden kann. Also, pragmatische Lösung ist auch viel natürlich virtuell seit einem Jahr, was da passiert. Ich glaube, Sie haben jetzt wieder eine Ausbildungsmesse, die digital stattfindet. Kann das sein? Ja, wir sind am Freitag und Samstag dieser Woche, also 23. 24. April, gemeinsam mit den beiden anderen Handwerkskammern des Landes und der Wirtschaftsförderung Brandenburg im virtuellen Angebot. Letztes Jahr hatten wir 5000 Jugendliche als Teilnehmer. Wir hoffen, dass es uns wieder gelingt, dass vielleicht auch die einen oder anderen Eltern am Samstag mit ihren Kindern Interesse zeigen. Und Angebot ist riesig. Die Betriebe machen mit. Ist für die auch eine große Herausforderung ist, in diesem neuen Format ihr Angebot lerne deinen Beruf bei mir im Unternehmen und eigentlich kann man nichts anfassen, sondern muss es alles nur so darstellen. Aber wir sind da noch in der guten Vorbereitung und ich bin mir sicher, Freitag und Samstag wird eine gute Veranstaltung. Was mich auch noch interessiert, sind die Jugendlichen, die jetzt, beziehungsweise jungen Menschen, die auch ihre Ausbildung eigentlich abschließen wollen. Wir kennen so Richtung Friseur gerade. Da geht es ja auch darum, dass man sich eigentlich auf die Prüfung vorbereiten muss. Bei Schließungen natürlich etwas schwieriger. Wie sieht da die allgemeine Situation auch aus, gerade Richtung Schule und Prüfungsvorbereitung? Also die Unternehmen haben alles unternommen, dass die Jugendlichen zum erfolgreichen Berufsabschluss geführt werden. Wir haben gemeinsam mit den Innungen alle Angebote, die Voraussetzung für die Prüfung sind, bestimmte Lehrgänge angeboten, führen die jetzt durch für die Sommerprüfungen. Da läuft es relativ normal, wenn man das normal sagen kann, weil ich habe da größte Hochachtung vor den Unternehmen, die geschlossen waren und trotzdem die Verpflichtung hatten, die Ausbildung durchzuführen. Das ist eine große Herausforderung gewesen, die aber auch bewältigt wurde. Was mich jetzt noch interessieren würde, Richtung Unternehmen noch ein bisschen in Zukunft geblickt, beziehungsweise die Situation jetzt aufgenommen, sind so eine Sachen wie, laufen denn die Hilfen? Geht das mittlerweile alles so, dass Sie sagen, ja, das ist zufriedenstellend und vor allem auch diese Vorbereitung für Tests und naja, irgendwann auch vielleicht mal impfen über die Betriebsärzte. Wie ist da die Situation aus Ihrer Sicht? Also Stichwort Hilfen, das war ein Skandal und es ist ein Thema, was eigentlich wir schon gar nicht mehr hören können, weil es gab das klare Versprechen der Politik. Ihr müsst zumachen, es gibt eine Hilfe. Und dann ging das Theater los. Über die Monate ist jetzt noch nicht alles, aber etliches Geld bei den Unternehmen angekommen, die es beantragen durften. Wir hätten uns gewünscht und uns vorstellen können, als Organisation des Handwerks da im Interesse unserer Betriebe mitzuwirken, durfte man nicht. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte waren die oder sind die Antragsteller, was auch zum Teil für den einen oder anderen Unternehmer erhebliche Kostenbelastungen mit sich gebracht hat. Das andere ist, wir sind als Kammern, IHKs und Handwerkskammern, gemeinsam auf dem Weg mit dem Ministerium Betriebsärzte zu mobilisieren für Impfungen. Aber was ich festgestellt habe, bedauerlicherweise geht es dann eigentlich nie richtig um die Sache, sondern es geht nur darum, wer ist verantwortlich und vor allen Dingen, wer bezahlt es. Und wenn man sich in dieses Abrechnungsgestrüpp unseres Sozialsystems begeben muss, da sind wir noch nicht an der Stelle, dass wir zufriedenstellende Lösungen anbieten können, leider. Vielleicht ist auch der noch nicht zur Verfügung stehende Impfstoff ein Hindernis, wo wir also auch von Seiten der Wirtschaft uns ganz andere Vorstellungen. Ja, am Anfang des Jahres wurde uns das ja versprochen. Der Impfstoff ist da, den gibt es jetzt, seid doch optimistisch. Und heute ist der 20. April und wir wissen, wo wir stehen. Und bei der Testpflicht, da muss ich sagen, da ist es wie immer, das Handwerk ist kreativ, hat seine Partner in der Region. Wenn ich auf die Dörfer gehe, da ist der Handwerker Mitglied im Verein, man kennt sich und dann wird das Angebot organisiert. Da gibt es so, so viele auch kreative Lösungen und es will keiner von den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass die Kundschaft oder die Belegschaft irgendwie einer Gefährdungssituation ausgesetzt wird. Da wird alles ja, vernünftige
angeboten, aber über manches, was dann auch geregelt wird, da gibt es auch ein großes Kopfschütteln. Letzte Frage, mal ganz persönlich. Ist das so ein bisschen die Zeit, die für Sie am schwierigsten war in Ihrer gesamten Laufbahn, sozusagen zwischen Basis und Politik zu vermitteln und Lösungen zu finden? Also ich hätte mir persönlich gewünscht, dass mir das, kann ich jetzt fast sagen, am Ende meines Berufslebens erspart wird. Gleichzeitig ist es nicht die schwierigste Phase. Also schwierig ist es eigentlich nur, wenn ich es vergleiche mit Anfang der 90er Jahre. Da gab es immer dann die Erfolge, die man auch wirklich vorweisen konnte. Und man hat gesehen, welche Betriebe eröffnet haben, wie sich das Wirtschaftsleben im Handwerk eigentlich befreit hat, dass man die Chancen. Und jetzt hat man eben nur mit Restriktionen und nicht verständlichen juristischen Spitzfindigkeiten zu tun. Und das macht es dann doch auch, ich glaube allen, das geht nicht nur mir so, das schlaucht ganz schön. Und ja, ich suche den Zauberstab, wo das endlich alles zu Ende geht. Ich bin immer begeistert, wie dann immer so große Themen auf einmal in den Hintergrund geraten, wie zum Beispiel Strukturwandel, was sonst immer alles dominiert hat. Ne? Ja, das wäre eigentlich ganz wichtig, dass man sich dort intensiv engagiert und da auch einsetzt, was wir auch tun und wo wir aber auch wir sagen nicht, dass wir alles wissen und alles richtig machen, aber es wäre wünschenswert, dass ein paar mehr Erfolge schon zu sehen wären.